Quish Media Next Generation. Bald geht's los. Jugend ist Zukunft. Haut rein. Ja, moin Leute, willkommen zu einem neuen Video. Kurzansatz. Das ist jetzt der zweite Teil nach Jakobs Video. Und ja, wir sind jetzt wieder an einem Vereinssee. Haben mit demselben Futter wie Jakob, das das letzte Mal benutzt hat, gefüttert. Haben wieder zwei Tigernüsse einmal und eine Maiskette mit einem kleinen Pop-up. Und ja, haben jetzt gerade die Ruten draußen. Eine ganz normale Montage, Inline-Blei und fertig. Also einfach gehalten. Und ja, wir hoffen natürlich, dass was geht. Und wenn, dann seid ihr natürlich dabei. Ja, gerade den ersten Run bekommen. Ein Karpfen, Full Run. Also bei Jakobs Rute. Auf was hast du den drauf? Tigernuss. Auf Tigernuss, zwei Tigernüsse. Ja, fühlt sich so an. Ein wirklich großer ist es, glaube ich, nicht, aber ein ganz schöner, denke ich. Ich höre mal in die Abhackmatte. Jo. Ja, wollen wir mal gucken, ob wir ihn hier gleich schon zu Gesicht bekommen. Tigernuss scheint ja aber jetzt... Ja, ein schöner kleiner Schuppi. Hey, ich habe noch gar keinen Schuppi an diesem See gefangen. Bis jetzt immer nur Spiegel. Schöner kleiner. Naja, gut, wirklich klein. Ah. Ja, es ist kein winziger, aber es ist auch kein großer. Kein Riese jetzt, aber... Eher kleiner. Aber auf jeden Fall ein guter Anfang. So, dann würde ich sagen, sehen wir uns dann gleich bei der, wenn wir den auf der Matte haben, wieder. So, hier haben wir ihn jetzt. Haben gerade gewogen. Gut 4,5 Kilo. Richtig schöner Schuppi, schönen Run gerade gemacht. Hat auf zwei Tigernüsse gebissen. Kommt jetzt wieder schnell zurück. Okay, richtig schön, Leute. Leute hat jetzt gerade den Karpfen im Drill. Ich hole mal im Abhackmatte und Kescher. Ja, ist sogar ein schöner, sieht man von hier. Zwei Karpfen in einer Viertelstunde. Nicht schlecht. So, Leute, was sagt man dazu? 15 Kilo Karpfen? Ja. Ja, mal eben kurzes Update. Es ist jetzt eine gute halbe Stunde her, dass wir den, also dass ich den schönen großen Karpfen gefangen habe. Hat sich auf jeden Fall sehr gelohnt heute. Also wir mussten auch nicht allzu früh aufstehen. Ja, man hat mal wieder gesehen, es müssen nicht immer Boilies sein. Ne? Also es gehen auch Tigernüsse und Mais. Vor allem, ja, ich hatte eine Maiskette, drei Maiskörner und so ein kleiner Mini-Pop-Up. Ne? Ja, ein paar Maiskörner hinterher werfen, das Futter hat natürlich auch wahrscheinlich seinen Großteil dazu beigetragen. Und ja, man kann auf jeden Fall zufrieden sein, zwei Karpfen innerhalb von 2 Stunden ungefähr, da kann man nichts sagen. Also
jetzt doch noch zum Ende einen Run bekommen. Er ist jetzt schon der zweite heute auf Tigernuss, ne? Ja. Dritter Karpfen in 3 Stunden, glaube ich. Ohne einen Fütter. Ich dachte jetzt nicht, dass es noch was bei ist. Wow. Ich hol mal kurz eben Kescher, ne? Und hab noch Mathe. Ja. Ja, genau. Ja. Dritter Karpfen. Gute 5 Kilo hat der Schöne. Wieder auf Tigernuss. Biegler, wieder auf 2 Tigernüsse gebissen. Ja, Leute, also jetzt nach 5 Minuten wieder gerade der andere abgehakt. Jetzt ist schon wieder der nächste drauf bei Jakob. Also der Sand hier heute echt hart. Wir haben irgendwie echt einen Schwarm erwischt. Also. Ja, hier muss irgendwie ein Schwarm sitzen oder sowas. Und ja, also ich denke, ja, der hat ordentlich Power. Ja. Und ich würde sagen, ja, wir sehen uns dann gleich wieder, wenn er auf der Abhackmatte ist. So, 4. Karpfen, wieder auf Tigernuss von Jakob, Petri. 7 Kilo hat er ungefähr. Ja, wir beenden jetzt den Ansitz hier. Wir waren jetzt ungefähr 4 Stunden hier, haben 4 Karpfen gefangen. Nochmal als Fazit richtig schön, 3 auf 2 Tigernüsse und einen schönen großen 15 Kilo auf einer Maiskette. Wir sind auf jeden Fall zufrieden mit dem Ergebnis von heute, wir können uns nicht beschweren und wir packen dann jetzt zusammen und machen uns dann wieder auf den Weg nach Hause. Jo, danke fürs Zusehen.